Willkommen Leute zurück zu Let's Play Portal 2. Wir befinden uns immer noch in Old Aperture. Das habe ich mir sagen lassen, ist der Name für diese alten Labore hier. Und wir machen die Tests von Cave Johnson, dem alten Besitzer von Aperture Science. Und wir haben auch schon vom Rückstoßgel erfahren. Und von diesem Wassergel. Ich nenne es jetzt einfach mal so. So, was haben wir hier? Wir haben einen Cube in einer Glasbox. Interessant. Die kann man, glaube ich, zerstören irgendwie. Und wir haben einen Knopf. Der bringt uns sofort zum Ausgang, okay. Dann lass uns doch erstmal hier das Gel verteilen. Das ist schon mal ein schöner Anfang. Kann man da vielleicht drauf springen? Bringt aber eigentlich nichts. Oh, ich glaube, ich weiß wieder, wie es geht. Man muss nämlich den Cube hier springen lassen. Und das kann man machen, indem man so macht. Und das ist jetzt ziemlich witzig, denn dieser Cube kann jetzt endlos weiterspringen, denn er ist ja mit dem Gel voll. Das finde ich ziemlich cool. Wir müssen ihn jetzt einfangen. Sehr gut. Und immer wenn wir ihn hinstellen wollen, fliegt er wieder weg. Sprich, wir können ihn auch nicht hier draufstellen, theoretisch. Genau. Aber wir haben ja hier Wasser und können ihn waschen. Kein Ding. Mach sauber. Dankeschön. So, einfach hier draufstellen und das war's dann. Gut, jetzt müssen wir da hochkommen. Das geht wahrscheinlich auch mit dem Gel. Wie kriegen wir da am besten Gel hin? Wenn wir so machen, haben wir hier schon mal Gel. Bringt aber nicht so viel. Das wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Ah doch, okay. Umso besser. Ach so. Und jetzt müssen wir quasi noch die Plattform runterfahren lassen. Hochfahren lassen. Indem wir da wieder Zeug drauf machen. Na, komm schon. Danke sehr. Das finde ich ein cooles Rätsel und ich mag, dass dieser Cube so lang rumspringen kann. Alter, das ist ein Arschloch. Langsam wird er ein bisschen unsympathisch. Also übertreibt's ein bisschen, könnte man sagen. Aber irgendwie mag ich auch Cave Johnson. Er ist irgendwie ein schöner GLaDOS-Ersatz. Dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Ja, muss ich wohl. Erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Alles klar. Tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Oh ja, das ist sie. Gut, da sind Portalwände, aber da geht's weiter. Ich behalte das mal in Erinnerung. Vielleicht muss man da auch nicht hin. Ich versuche jetzt einfach mal hier eine Portalwand zu finden. Moment, ich habe das Blaue da gelassen, ne? Ach, guck mal. Ist das hier ein Secret? Ist das hier der Weg oder ein Secret? Okay. Hier ist jetzt zu. Ja gut, vielleicht gab es auch zwei Wege. Kann ja auch sein. Ich nehme mal an, wir sind gerade an einem Bonusraum vorbeigelaufen. Wenn man weitergelaufen wäre, hätte man vielleicht noch was Lustiges gesehen. Schade, aber kann ich jetzt nicht mehr ändern. Wie gesagt, ich kann eh nicht alle Bonusräume zeigen. Es gibt noch viele weitere, aber wenn ihr das selbst spielt, könnt ihr es ja selbst erforschen. Denn das sollte jeder tun. Ich habe schon gelesen, dass einige Leute sich das gekauft haben durch den Steam Sale. An Weihnachten, beziehungsweise generell im Winter, ist ja ein sehr langer Steam Sale. Und alle fanden es ziemlich cool. Und haben sich nochmal bedankt, dass ich das gezeigt habe hier, das Spiel. Kann ich nur jedem empfehlen, ist einfach günstig und einfach genial. Selbst wenn man es hier schon mal geschaut hat, man sollte es mal selbst gespielt haben.
Das hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert wie erwartet, wenn ich ehrlich bin. Moment. Wir müssen jetzt wieder hier da hoch. Ach, was soll's. Gehe ich halt nochmal hoch. Ist ja nicht schlimm. Wie geht das? Wir müssen da irgendwie hoch. Aber ich sehe noch nicht ganz den Punkt. Ach so, da. Ich wollte gerade sagen, ich sehe noch nicht ganz den Punkt, an dem ich hier genug Geschwindigkeit aufnehmen kann. Aber das dürfte hier möglich sein. Auf irgendeinem Wege. Wenn ich da mit Speed... Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Da muss man wieder diese Fallkraft bewahren, sag ich mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn ich hier jetzt so mache und wenn ich da jetzt das Rechte dran mache und da das Linke, fliege ich rüber. Nice. Das war richtig. Was haben wir denn hier noch? Oh, Schalter. Ich mag Schalter. Ah, die machen wohl hier die Maschinen an. Okay. Ist wahrscheinlich eher nutzlos, aber trotzdem interessant. Ach so, da haben wir hier erst die Tür aufgemacht. Ich glaube schon. Na egal. Wie auch immer. Hier geht's weiter. Das ist das Wichtigste. Oh, ich will da hoch. Sieht cool aus. Control Room. Okay, das hört sich wichtig an. Dann will ich da gerne hin. Moment, erstmal da hoch. Sei gegrüßt, mein Freund. Hallo. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesem Test auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so ein Telefon. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In Bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt auch mal gemütlicher ist als der Parkbänker, auf den wir euch eingesammelt haben. Wenn du gegen Erdnüsse allergisch bist, sag es jetzt. Denn beim nächsten Test verwandelt sich... Der Mensch besteht zu etwa 60% aus Wasser. Das finden wir übertrieben. Wenn du dich im nächsten Test dehydriert fühlst, ist das ganz normal. Wir testen mit Triebwerken und schauen, ob wir den Wasseranteil auf 20-30% drücken können. So, Leute. Das hier ist ein Easter Egg, das ich schon kenne. Ich wusste nicht mehr, wo genau das ist, aber ich habe darauf gehofft, dass wir es finden. Und zwar ist hier der Lagerplatz der Borealis. Und die ist irgendwie ein sehr wichtiges Schiff von Half-Life. Was ziemlich cool ist. Die beiden Universen sind ja quasi miteinander verknüpft, also Half-Life und Portal. Und ja, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cooles Easter Egg. Das gar nicht mal so leicht versteckt ist. Man muss halt hier hochgehen. Und ich glaube, dass wir jetzt in einem etwas neueren Teil von Aperture sind. Deswegen haben wir jetzt gerade quasi nochmal eine neue Vorstellungsrunde von Cave Johnson bekommen. Sonst würde ich es ehrlich gesagt nicht kapieren, warum er sich nochmal vorstellt. Müssen wir da jetzt rein? Ja, vermutlich. Ich will aber noch in den Kontrollraum reinschauen. Der sieht interessant aus. Kann man da irgendwie rein? Oder geht das nicht? Man kann rein, okay. Ist wahrscheinlich einfach nur Bonusmaterial, aber ich will es gezeigt haben. Oh, das habe ich für mein Thumbnail benutzt im letzten Part. Das Cave Johnson Bild. Ah, da können wir zur Nummer ziehen. 426. So lange will ich nicht warten. Oh, diese Details, an denen man einfach vorbeilaufen kann, ne? Richtig cool. $60. Für eine Yacht eigentlich nicht schlecht, ne? Wahrscheinlich einfach nur eine Bootsfahrt. Was ist denn hier so? Okay. Interessant. Ich mag diese kleinen Nebenräume, die man einfach übersehen kann. Wenn man nicht aufmerksam ist. Aber hier komme ich leider nicht nach oben. Ich würde gerne mal nach oben schauen.
Ach, schau an. Da kann man sich nach oben schießen lassen. Das machen wir mal. Die Zeit haben wir auf jeden Fall. So. Und so. Zeig mal her. Das hat ja prima funktioniert. 10 out of 10. Okay, bisschen weiter noch da. So, jetzt geht's. Was haben wir denn hier? Hallo. Du tötest doch gern, könntest du? Au, diesen Vogel für mich. GLaDOS! Au, oh, danke. GLaDOS! Da hast du recht. Ja, ja, GLaDOS. Wollen wir ihr vertrauen? Ich meine, wir müssen es tun. Wir haben keine Wahl. Lol. Okay, sie ist irgendwie abgestürzt. Ja, wir haben keine Wahl. Wir mussten sie mitnehmen, sonst wären wir hier nicht weitergekommen. Okay, gut, dass wir das noch gemacht haben. Das hat uns Zeit gespart sogar. Dann gehen wir hier hoch. Oder auch nicht, weil es nicht funktioniert hat. Moment. Irgendwas machen wir falsch. Kann man da rein? Ah, scheinbar nicht. Das ist doch gar nicht offen, oder? Irgendwie nicht. Gibt es jetzt hier vielleicht einen Knopf, um es aufzumachen? Das kann auch sein. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich gehe nochmal hoch ins Kontrollcenter. Vielleicht muss ich nochmal auf den Knopf drücken. Oder ich muss was ganz anderes machen. Aber wir müssen es ausprobieren, sonst kommen wir nicht weiter. So. Und so. Aua. Danke, Spiel. Voll mit der Fresse gegen das Rohr. So gefällt mir das. So, jetzt aber. Wir können hier nichts nochmal drücken, oder? Nee, geht nicht. Aber das Tor ist nicht offen, glaube ich. Sieht zumindest nicht so aus. Wenn wir da nochmal hochgehen, vielleicht gibt es da noch was. Wäre jetzt meine letzte Idee. Dass man hier irgendwie noch das Tor öffnen kann. Oder muss es nicht öffnen, das kann auch sein. Ich probiere es nochmal. Wenn wir irgendwie noch höher abspringen, geht es noch eher theoretisch. Ah, Moment. Ja, lol. Ich bin doof. Man muss gar nicht hier da hochspringen und dann hier reinlaufen quasi im Sprung. Man muss es anders machen. Man muss es, glaube ich, so machen. Wow. Okay, das hätte ich auch wissen können. Na, egal. Was soll's. Wir sind weitergekommen. Wie gesagt, das ist der Part von Portal 2, den ich am wenigsten kenne, weil ich den nur einmal oder maximal zweimal gespielt habe, vor einer Ewigkeit. Aber auf jeden Fall auch sehr coole Testräume. Teil 7, das Wiedersehen. Nein. Der Bereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die $60. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig?
Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier... Was zur Hölle geht hier vor? Ich will euch nicht spoilern. Okay, hier haben wir ein neues Gel, glaube ich. Das können wir so wahrscheinlich auslösen. Nee, können wir nicht. Okay. Dann will ich da hoch. Als Entschädigung. So können wir es auslösen. So, dieses orangene Gel kann uns verschnellern. Und zwar können wir jetzt so eine Rampe vorbereiten quasi. Und können dann jumpen. Was ziemlich cool aussieht. Tatsächlich. Okay. Ich behalte mir mal das Gel. Ach, da muss man nochmal drücken jetzt, oder was? Ja, gut. Ich wollte jetzt eigentlich alles hier voller Gel machen. Weil ich sowas schon mir gedacht habe, okay. Ja, gut. Dann müssen wir halt ein bisschen improvisieren. Wenn wir... Na, ich kann jetzt einfach nicht noch... Das geht nicht so. Versteht ihr? Ich kann jetzt nicht einfach so hier wieder ins dran setzen, habe ich das Portal wieder da hinten verloren. Oder ich muss schnell sein. Das kann auch sein. Moment. Dann müssen wir das quasi so lösen, dass ich mich jetzt beeile. Und dann das rechte Portal da richtig hinsetze. Nee, zeitlich unmöglich. Okay. Dann ist das nicht die richtige Lösung. Da kann ich auch nichts dran schießen irgendwo, oder? Nee. Das geht auch nicht. Da kann ich was dran schießen, okay. Bringt mir genauso wenig. Schade. Aber netter Versuch. Das ist jetzt echt problematisch. Wenn wir da mal eins dran machen. Ich will mich hier nochmal umschauen. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Knopf oder so? Ein Cube. Weil dann könnten wir das hier dauerhaft aktivieren. Ich denke mal nicht, dass es schon geht. Das ist auch keine Portalwand, scheinbar. Wenn ich gehe da nochmal hoch. Und wenn ich das irgendwo anders noch verteile, dieses Gel, bringt mir das vielleicht irgendwas, wenn ich sage, ich will das hier noch überall haben. Ja, eher weniger, ne? Da kann ich auch nichts dran machen. Das ist halt so mega kurz. Das wundert mich so ein bisschen. Weil was willst du denn derzeit erreichen? Oder Moment mal. Ich habe die Idee. Wir machen so. Richtig clever. Ja, das ist auch die richtige Lösung. Wir machen so. Und machen dann hier eins dran. Und können dann wieder hoch. Und wenn wir jetzt das linke Portal da hinschießen, haben wir quasi das Gel transportiert. Ja, das funktioniert. Okay. Interessante Lösung. Gefällt mir. Okay, wir haben jetzt das linke Portal wieder da. Und das gelbe platzieren wir jetzt da, wenn wir es nochmal brauchen sollten. Okay. Moment, muss ich da jetzt noch Gel dran machen oder ist es egal? Da kann ich nicht rausnehmen. Ich habe jetzt Angst, dass ich hier das blaue Portal setze und dann nicht mehr hier rauskomme. Ist auch so. Ach so, aber vielleicht kann ich ja wieder durch Portale entkommen. Ja, du, gut, das kann sein. Ich muss ja irgendwie zurückkommen, es muss irgendwie gehen. Okay. Ja gut, dann haben wir den Cube. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Den können wir hier drauflegen. Ich mag's, wie GLaDOS hier dran hängt an meiner Portal Gun. So, und jetzt jumpen wir wieder hier hoch. Ich muss auch nicht springen drücken, das macht Portal vollkommen automatisch. Finde ich auch nicht unbedingt schlecht, weil das Timing wäre da ein bisschen seltsam. Deswegen ganz gut so. To-Do-List. Gut, wir haben einen Knopf in der Höhe, den wir mit Geschwindigkeit erreichen müssen.
Und ich glaube, ich weiß, wie das geht. Und zwar machen wir so. Und dann gehen wir wieder zurück. Denn wir können ja jetzt Geschwindigkeit nicht nur noch durch Fallen aufnehmen, sondern auch hiermit. Und Moment, das Gelbe muss ich dann setzen, ne? Das dürfte richtig sein. Ach fuck, das war jetzt falsch. Ich muss den Cube wieder runternehmen. Vielleicht brauche ich den sogar noch. Das kann sein. Ich darf auf gar keinen Fall das Blaue jetzt setzen, das wäre ein bisschen doof. Ich muss das Gelbe setzen. So. Wenn wir jetzt hier Turbo aufnehmen, kann ich diesen Knopf drücken. Und dann können wir raus. Und ich könnte jetzt noch den Cube mitnehmen, aber der würde zerstört werden, deswegen macht das keinen Sinn. Also scheint ja auch kein Easter Egg zu sein. Emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Ja, das finden wir raus, aber im nächsten Part. Wer sich gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dann. Tschüss.